Bei vielen Menschen zu Hause ist das Schlafzimmer kein Ort zum Wohlfühlen, sondern eher eine dunkle Höhle. Bei der Schlafzimmergestaltung kann einiges schiefgehen, was es zu beachten gibt. Das sehen Sie jetzt. Im Schlafzimmer ist man nur zum Schlafen, von wegen. Im Schlafzimmer finden wir auch Erholung und Geborgenheit. Viele Menschen stören sich beispielsweise an einer Tür im Rücken und haben vom Bett aus gerne den Ausgang im Blick. Wieder andere finden das unangenehm. Folgende Tipps sorgen für Entspannung im Schlafzimmer. Wenn wir gewisse Dinge natürlich mit berücksichtigen, wie wenn ich den Raum schon betrete, dass ich am besten schön den Blick schon auf das Bett direkt habe, ja, die Gangbreiten dementsprechend auch gewählt sind, möglichst großzügig, habe ich natürlich gleich, wenn ich den Raum betrete, ein tolles Bild vor Augen. Ästhetik und Design sind extrem wichtig. Schließlich sollte man mit der Einrichtung zu 100% zufrieden sein und sich in den eigenen vier Wänden richtig wohlfühlen. Das Schlafzimmer selber als solches ist eigentlich der Raum, ja, der Erholung, wo Sie entkoppeln, entspannen, abschalten können. Und ja, da gehören gewisse Dinge einfach auch nicht unbedingt mit rein integriert, wie es oft so ist, ne? Dass man auf Arbeit Computer schaut oder auf Ordner schaut oder Ähnliches, haben wir ja häufiger. Also das Schlafzimmer sollte in der Planung luftig sein. Das betrifft auch die Bettanlage über das Schlafklima. Sollte man nach Möglichkeit, wenn das machbar ist, auf Bettschubkästen und Ähnliches verzichten. Und ja, die Anordnung der Möbel, ja, dahingehend auch so luftig wählt, ja, dass es wirklich für Sie ein Raum der Erholung und Entspannung werden kann. Betten gehören zu unseren liebsten Möbelstücken im Haus. Wer freut sich nicht, nach einem langen Arbeitstag ins Bett fallen zu können? Manche schlafen jedoch nachts schlecht und wachen mit Rückenschmerzen auf. Das könnte höchstwahrscheinlich an der Matratze liegen. Die Matratze ist eines der Dinge im Schlafzimmer, an denen nicht gespart werden sollte. Schon mal der Start selber sollte nicht mit Probeliegen oder Ähnlichem beginnen, sondern eigentlich ja, mit einem richtigen Vorgespräch, worüber man alle Informationen erhält, die wirklich wichtig sind, um auf dieser Basis auch wirklich die richtige Matratze wählen zu können. Und nicht erst im Nachhinein feststellt, dann ist es nämlich zu spät, dass da gewisse Dinge einfach nicht passen. Deswegen ganz wichtig, hierzu wirklich richtig viel Zeit mitbringen, um alle Fragen klären zu können. Und auf der Basis sprechen wir Ihnen eine Empfehlung aus. Und Entscheider sind natürlich Sie als Kunde, ganz klar. Als Schlafzimmer wird das kleinste Zimmer gewählt. Schließlich hält man sich hier ja nur nachts auf. Wir Menschen verschlafen ein gutes Drittel unseres Lebens. Grund genug also dafür, das richtige Zimmer zu wählen. Bauen und Wohnen, schalten Sie ein. Ich freue mich auf Sie.